Zwei Studentinnen haben heute jeweils ein zeitlich befristetes Stipendium in Höhe von monatlich 300 Euro erhalten. Die Stiftung Lausitzer Braunkohle unterstützt sie damit bei ihrem Medizinstudium. Die Beihilfen sollen sie an die Region binden und somit die Fachkräftesicherung im medizinischen Bereich verbessern helfen. Gleichzeitig soll damit die Lebensqualität der Lausitzer Bevölkerung erhöht werden, hieß es dazu bei der Übergabe. Die Studentinnen verpflichten sich im Gegenzug, die angebotenen Praktika und das praktische Jahr am Lausitzer Seenlandklinikum in Hoyerswerda zu absolvieren. In Absprache ist auch die Auswahl der beiden erfolgt. Die Stiftung Lausitzer Braunkohle hat seit 2004 über 230 Projekte in der Region mit mehr als 1,3 Millionen Euro gefördert.